dunkle Grüße. Und verdammt, in dem Moment wollte ich gerade einen Text. Ich muss laufen. Ja, ich wollte eigentlich gerade ein bisschen sagen, dunkle Grüße mit Flüsterblabla, weil ich direkt bei den Typen gespawnt bin, aber dann war es schon zu spät. Jetzt müssten die erst bei einer schrecklichen Aua Todes sterben, bevor die mich dahin rappen. Das wäre ja alles nicht so schön. So, haben wir auch nicht drauf hier. Jawohl! Und noch einer. Wo ist der andere hin? Ach, der backt da rum. Schön, so ein kleiner Kuchen, wie der uns backen möchte, finde ich sehr nett. So lobe ich mir die Nachbarn, so dürfen sie gerne sein. Ob ich ihn aus seinem Leiden erlösen soll? Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Aua! Jetzt, ich hätte es sagen sollen, jetzt weiß er, wo ich bin. Aua! Ist ja gut. Aber der hat echt Probleme belaufen. Da müssen wir ihn doch wirklich erlösen. Wir tun ihm quasi einen guten Dienst, indem wir ihn hier massakrieren. Und ich brauche jetzt dringend wieder Rüstungszeugs. Ist hier zufällig irgendwo eine Varan-Kolonie in der Nähe? Habt ihr einen Varan gesehen? Ich habe... Gleich ein paar Stock und Steine mitnehmen. Zack, zack. Ja. Das war ja ein fulminanter Start. Wir haben auch fast keine Leben verloren. Ist gar nicht wahr. Jetzt schon fast tot, das ist super. Aber ich würde wirklich gerne... sowas haben. Zack. Danke. Und den grillen wir uns auch direkt. Zack, zack. Und Varan rauf und zack. Und zack. So. Jetzt brutzelt das ein bisschen vor sich hin. Da ist noch ein Varan. Ich hab's doch gewusst. Da schleicht doch irgendwas. Zack, zack, zack. Moment, was haben wir denn? Ach, die Seile haben wir da. Stimmt ja. Da haben wir uns ja ein paar eingesteckt. Denn rauchen, haben ist besser als brauchen, wissen wir ja. Ist alles so besetzt? War es beim letzten Mal auch schon alles so voller Zeug? Oder kam das jetzt spontan während des Ladevorgangs dazu? Ich weiß es nicht. Apropos Ladevorgang. Im Hauptmenü steht irgendwas mit 9 Tagen bis... Bis der nächste Patch kommen soll. Ich freue mich ja jetzt schon. Ich hoffe, das wird nicht wieder alles zerstören und wir können weitermachen. Oh, bist du ein niedlicher Hoppelhase? Bist du ein niedlicher Hoppelhase? Habt ihr gesehen, wie der Männchen gemacht hat? Das war ja so niedlich. Da wird er auch ein bisschen weiterleben. So gnädig bin ich dann schon manchmal. Tja. Zick, zack. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass dieser Patch da nicht schon wieder alles verkackt. Naja. Und wie dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen ist, vielleicht habt ihr ja so eine Argus-Augen, ich weiß es nicht. Ich habe immer noch kein 7 Days to Die angefangen. Heißt aber nicht, dass der Plan nicht nach wie vor steht, das simultan zu machen. Ich kam nur momentan einfach nicht dazu, dass... Ach, nee. Ernsthaft? Ach, fuck. Oh, nein. Ich habe keinen Stock mehr. Ich habe keine Axt. Und gleich 4 Stück, na klar. Wäre ja auch langweilig, wenn es weniger wäre. Doch 2 auf einen Streich hier. Ich bin so Schneiderchen-mäßig drauf. Schneider allein. Hüpp. Ups. Und zack. Jawoll, da haben wir schön den Arsch zerteilt. Sehr schön. Für irgendwelche fetischistischen Sammler gleich was zu mitnehmen. Ich habe gerade irgendwie... Ach, was machen die denn da drüben? Ich hatte doch gerade... Ach, das ist der andere Baum, ne? Ach so. Den habe ich, glaube ich, eben aus Versehen mit abgeholzt. Und deswegen war dieses Klack-Klack-Geräusch von Bäumen zu hören. Gut, jetzt muss ich nur irgendwie fix noch hier... eine weitere Wand dran backen. Ja, das passt schon. Und jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir die ganzen Sachen noch wiederfinden. Einen hatte ich ja bereits fallen gelassen auf den plötzlichen Schreck, dass da wer war. Aha, sowas ungefähr. Da fällt mir ein, ich kann gerade laufen. Also sprinten mit ausgerüstetem Holzstamm. War das früher auch so oder ist das neu? Der Varan ist weg. Der war hier eben noch. Nee, ernsthaft? Kommt man früher auch mit ausgerüsteten Stamm laufen? Ich meine, Sprint ging da nicht. Oder habe ich gerade irgendwie Hallus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier wohl einen Holzstamm fallen lassen. Und natürlich ist der weg. Da wir ihn auch bereits angepackt hatten, gibt es keinen Glitzer mehr. Oh, geht. Ah. Voll gesehen! So kann
das nicht machen. Ich bin der Meister der Axt. Nein. Na, traust du dich? Traust du dich? Zack. Das ist aber nicht dich getraut. Oh, noch einer. Ach, da liegt schon wieder. Hab das Gefühl, die fallen jetzt auch schneller um irgendwie. Das ist, geht gerade relativ rasant. Ach, noch zwei da drüben. Es gibt ja noch eine Frau und noch einer mit der Lampe. Der Meister. Aber... Holzstamm. Ich wollte doch was bauen damit. Hab ihn voller Angst fallen lassen, um meine Axt zu ziehen. Und nun ist er für immer verloren. Was, war da was gewesen unter Wasser? Nee, ist bloß ein Stein, der da irgendwie durch die Wasserbewegung so aussieht, als würde er sich bewegen, aber es war gar nicht so. Tja. Sind die weg? Nein, natürlich nicht. Aber ich bin weg. Da ist die Olle. Da ist ein Hase. Hier sind viele Hasen, viele Vögel, aber keine Varane. Das stört mich ein wenig. Muss ich sagen. Ja, hast du mich gesehen? Habt ihr mich beide gesehen? Ihr dreht sich um, er kommt auf mich zugelaufen. Und da kommt noch ein. Ach du Scheiße. Also, gerade sind mir das doch ein Stück weit zu viel. Fünf Stück, Alter. Noch fünf Stück. Und es werden immer mehr. Ich habe das Gefühl, ich sehe da... Aua. 20 Leute oder so. Grob geschätzt über den Daumen gepeilt. Das ist einfach zu viel. Da raste ich aus. Da rutscht mir auch schon mal die Axt aus. Wo ist der andere? Jene Glatzenfrau. Da liegen da beide rum. Okay. Hier, gesell dich zu deinen Freunden. Leg dich... Aua. Ja, hau doch ab. Ich mag die beiden auch nicht so sehr. Ich glaube, die sind sowieso homosexuell. Die würde hier liegen. Da kannst du auch nichts holen. Wobei wir ja eh festgestellt haben, dass die hier wie kennen sind. Haben wir gerade wieder gesehen. Das heißt, aua, für dich gut sagen. Aua! Nein, 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 ich muss fliehen, ich muss fliehen, ich muss fliehen. Nein, ah, tuch. Scheiße, ich wollte auch nicht blocken. Ja, das ist ja super gelaufen. Scheiße. Ach, Mist. Warum kamen darauf einmal 1 Million Viecher an? Das hier. Hat sich alles ein bisschen verändert hier unten. Lang nicht hier gewesen in der Höhle. Zack, zack. Ja, es ist alles ein bisschen neu. Hübsches Muster. Das sieht aus, als wenn das eine Art... Das ist doch eine Art Schlangen... Das ist ein Fisch und das ist eine Art Seeschlange da drüber. Faszinierend. Oh, was ist das denn? Nanu? Das muss solche Dinger gewesen, aber die hatten gerade so eine... Interessantes Aussehen, Liegt ja milliardenfach so ein Zeug rum. Also offenbar haben die eine Mythologie, diese Mutanten. Das ist interessant. Sehr interessant. Trotzdem werde ich gleich neu laden, denn... Guck mal, da hängen Seile aus ihm raus. Hübsch, hübsch. Sehr nice angeordnet. Kriege ich dieses Ticket vielleicht ein bisschen kaputt gehauen? Natürlich nicht. Diese neuen Koffer, die wurden jetzt geliefert mit der nächsten Lieferung, mit dem letzten Update. Die sind total unzerstörbar. Die sind immer so eine Leichen gestapelt. Das sieht aus von der Ferne, als wenn das irgendwelche schlafenden Eingeborenen wären. Ist aber gar nicht wahr. Ach so, das ist ein Rucksack und da heißt Rucksack rein. Okay. Einfach nur ein neues Symbol dafür bekommen. Ich sammle hier fleißig auf und so weiter. Wie gesagt, ich werde gleich neu laden, denn ist ja blöd so. Wir werden sowieso gleich sterben beim Versuch, hier rauszukommen. Zack. Trotzdem mal schön, die Höhle mal wieder von vorne zu sehen. Ist ja lange nicht so gewesen. Wo ist eigentlich mein... Ach, da drüben sind meine Häuser. So, jetzt wird geladen. Ach, Mann, ey. Ich sollte mir echt nicht so eine Location suchen, wo Milliarden von den Viechern rumlaufen. Das ist vielleicht doch ein bisschen ungünstig. Vor allem, wenn es echt... Es war wirklich kaum aus der 2 erledigt, kommen 20.000 neue. Das ist vielleicht ein bisschen too much. Dann im Prinzip, also da... war selbst ich dann irgendwie am Ende von meinem Latein. Und da ich auch nie Latein gelernt habe, ist das kein Wunder. Neu geladen und die sind wieder da. Also nochmal. Dunkle Grüße. Psst. Ich verkriech mich in meinem Haus. Noch sehen sie mich. Ja, ich beweg... Der läuft gerade von ganz alleine. Die sehen mich nicht, die Idioten. Diese Vollhongs. Ich bin versteckt in meinem Haus, in deren Dorf, direkt vor deren Schnauze.
Sie sehen mich einfach nicht. Und jetzt sind sie weg. Oh. Au. Ach, da drüben sind sie. Dachte schon, die können so schnell nicht weggelaufen sein. Zack, zack. Trotzdem. Sehr gefährlich hier. Sehr gefährlich. Ich mach mal direkt ein Scheier-Minikerchen. In der Hoffnung, dass es jetzt hell wird und dann weniger Leute hier sind. Und hat natürlich nicht funktioniert. Da laufen sie. Gut. Wenn sie abhauen, ist alles primstens. Habe ich doch nichts zu meckern. Versuchen wir es nochmal. Diesen Stamm hier, den kenne ich schon. Der Vorteil ist, wenn wir jetzt von vorne anfangen. Von vorne ist gut. Jetzt nochmal die Stelle neu starten an der Stelle. Verlieren wir mit ein bisschen Glück keinen Baumstamm, wie eben gerade. Weil jetzt hoffentlich keiner angeschlichen kommt. Und... Na komm. Wow. Fang ich auf. Fang ich auf. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Oh, nein, doch nicht. Die Musik hat war so in so einem Stil, dass ich dachte, ich wurde gesehen, aber es war kein Soundeffekt, sondern eben bloß wirklich die Musik. So. Da liegen noch zwei. Eins und zwei. So. Läuft. Apropos läuft, ich hab da was laufen sehen, glaube ich, aber... Schon wieder. Aber das... Ah, da drüben... Ach du Scheiße. Da kommen sie. Ach nee. Geht weg, hier ist mein neues Hype. Oh, Echsen. Eine. Oha. Zwei. Zwei. Und... Schnell. Scheiße. Nein. Ich meine, du musst die Echse haben. Nein! Du siehst mich doch gar nicht. Ich bin noch hier im Dickicht. Oh, das ist doch ein Ast. Stamm. Dings. Moment. Lauf! Duck dich! Nein! Ich hau ab. Ah, nee, es ist mir echt gerade zu blöd an der Stelle. Oh, oh. Oh, der schiebt was vor sich her. Mist, ich hab auch hier mal keinen Stock und keine Axt und so weiter aus. Das hackt gerade ganz, ganz schrecklich. Alter. Nein, geh weg. Geh weg. Nein. Ich kann nicht zuhauen, weil ich natürlich schon schwimme. Der natürlich noch nicht. Ah ja, das ist doch... Das ist Beschiss. Ihr seid Cheater. Ihr seid verdammte Cheater. Ich bin ja schon... Aua, aua. Ich kann mich überhaupt nicht wehren gerade. Das ist super. Es ist richtig, richtig herrlich. Es ist einfach ein Traum. So. Ach, fuck, ey. Man schwimmt auch echt noch viel langsamer als jemals zuvor. Das gibt's doch gar nicht. Wie willst du denn so jemals einen Fluss überqueren? Das geht einfach nicht. Also, einige Patches sind hier schon dabei, das Spiel zu verschlimmbessern. Ganz im Ernst. Ich meine, kann man dann wirklich noch langsamer schwimmen? Ist ja so, als wenn ich schleichen würde. Ach, fuck, das ist ultra penetrant. Aber gleich haben wir es ja geschafft. Also da baue ich jetzt nicht weiter, das ist mir dann doch zu doof. Wenn ich jetzt mitten in der Nacht anfange, wo dann schon wieder 10 Leute von denen rumstehen, dann werde ich auch nie fertig und sterbe sofort wieder. Das ist alles nicht Sinn und Zweck der Sache, obwohl ich sowieso davon ausgehe, dass wir nicht mehr sehr viele Folgen auf dieser Version spielen werden. Oh, komm schon, das muss doch jetzt gehen können. Na los. Aufgrund des bald kommenden Updates... Und ich dann doch vielleicht mich eher 7 Days to Die widme. Also momentan, naja, ihr wisst ja, ihr wisst ja. Ein Kieselstein, aber den will ich gar nicht. Ich laufe ein bisschen weiter und sehe mich noch ein bisschen um. Auf der schönen Insel, ich fühle mich voll dumm. Weil die Insel doof ist und mich verarscht immer wieder. Und ich glaube, wir sind doch nicht hier, wo ich dachte, dass... Oder? Ich meine, es müsste ja nicht gleich ein Abhang kommen. Hier. Ah, okay, das doch, das wird schon sein. Ja, doch, 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 hab mich nicht getäuscht. Hier ist damals unser Hauptquartier entstanden. Unser allererstes, schönstes Hauptquartier, was auch so schön groß war zum Schluss. Tja. Alles jetzt Vergangenheit. Die Nostalgie steigt ein wenig in mir auf. Außerdem Trauer und Hass. Vor allem aber Hass.
Und hier sieht noch alles aus wie früher. Ist auch nichts weiter verändert. Ah doch, hier fehlt irgendwie eine ganze Menge. Moment, was ist das denn da? Ein Seestern? Ein Seestern, natürlich, hier mitten, naja. Dazu sage ich nichts. War ja auch immer schon so gewesen, dass es so komisch ist mit den Seesternen, dass sie einfach sich den Weg bahnen übers Meer und dann über den Boden kraxeln, um sich an irgendein Gesteinszeug hier ranzuheften. Kennt man ja auch aus der realen Natur. Machen Seesterne, ja? Nennt sich ja die monatliche oder war das halbjährige, ich weiß gar nicht genau, Seesternwanderung. Ist nicht zu verwechseln mit der Krötenwanderung, aber passiert ähnlich. Da gibt es auch diverse Straßenschilder mit so einem Stern. Und wenn ihr das seht, dann wisst ihr genau, ah, hier ist dann irgendwann Seesternwanderung. Also wenn ihr mit dem Auto langfahrt, aufpassen auf über die Straße kriechende oder manchmal auch hopsende Seesterne. Ist zum Teil recht gefährlich, weil die wirklich, wirklich, wirklich sehr schwer zu erkennen sind, diese Seesterne. Vor allem, da ja auch kein normaler Mensch damit rechnet, dass sie auf der Straße, wo Autos fahren, einen Seestern rumkrebst, ne? Also ich zum Beispiel wusste das damals nicht. Und auf einmal war es so. Da krebste so ein Seestern über den, Asphalt. Und, naja, Notbremsung und einigermaßen noch davor angehalten. Aber das war wirklich knapp. Ich habe schon gesehen, dass ich den überfahre. Da bin ich ausgestiegen und erstmal geguckt. Ach du Scheiße, ist das ein Seestern? Und ja, es war ein Seestern. Der lag vor mir auf der Straße und versuchte sich irgendwie... Versuchte sich irgendwie mit der letzten Kraft, Alter, über die Straße zu buxieren, aber es gelang ihm nicht so wirklich. Da habe ich dann gedacht, ja gut, wenn so ein armer Seestern sich schon verirrt hat, kannst du ja hingehen und dem vielleicht eine helfende Hand reichen. Habe ich gemacht, also Hand hingereicht, gab es aber keine Reaktion. Dachte ich mir so, ja gut, wenn er meine Hilfe nicht will, hat er selbst Schuld gehabt. Steige ich wieder ins Auto ein, mache den Motor an, will drum rumfahren, auf einmal fängt er an zu wimmern, der Arme. Seestern im Sinne von, lass mich nicht allein. Ich so total genervt, bin aus dem Auto raus. Alter, erst nimmst du meine Hand nicht, um Hilfe zu kriegen, jetzt heulst du hier rum, was soll denn der Scheiß? Ich will weiterfahren, ich hab's eilig, ich muss noch auf ein Konzert. Und er so, ja, tut mir leid, ich will über die Straße, aber geht nicht. Und ich so, ja, was soll's, dann schmeiße dich rüber und dann ist okay. Nee, geht nicht, dann muss ich ja wieder krabbeln. Kannst du mich nicht bis zur nächsten Haltestelle mitnehmen? Und ich so, ja, okay, mache ich dann. Also habe ich ihn einfach mal auf den Beifahrersitz gesetzt, angeschnallt, natürlich mit dem Kindersitz, denn Seestern sind bekanntlicherweise nicht sehr groß. Und der, obwohl der war relativ groß, war tatsächlich so ein 15 cm Teil. Also ein Zacken wohlgemerkt. 15 cm, also insgesamt so um die, naja, knappe 30 cm hoch, wenn man ihn auf die beiden unteren Spitzen stellt. Und, oh, da ist mein Haus, mein Strandhäuschen. Jetzt sind wir einmal rum, schön. Jedenfalls ist er halt eingestiegen, dann habe ihn festgemacht und dann sind wir erstmal zum Konzert gefahren, wo ich hin musste. Und ja, das Problem ist, der wollte nicht mehr gehen. Also wenn ihr einen Seesternzeug nach Hause einladet, das habe ich dann danach nämlich auch noch getan nach dem Konzert, weil er wusste halt nicht wohin. Ich dachte mir so, ich wohne ja eh am Meer, kann ich ihn ja mitnehmen und dann reinwerfen. Ist ja alles ganz cool. Ich glaube, wir bauen hier jetzt eine Runde. Hier bauen wir jetzt. Ist egal, wir bauen jetzt hier. Dann läuft das schon. Nehme ich halt mit nach Hause und schmeiße ihn ins Wasser. Dann freut er sich bestimmt. Gut, wir haben halt bei mir zu Hause. Ich gehe nach oben. Pack den Seestern aus, den ich inzwischen in meine Tasche getan hatte, weil er ja halt so klein war. Also so ungefähr 2-3 cm hoch. Dass man ihn wunderbar in der Westentasche transportieren konnte, die ich ja damals noch gar nicht hatte. Und hab ich mir zu Hause ausgepackt, auf den Wohnzimmertisch gelegt. Und erstmal was zu trinken angeboten, wie man es halt so macht als normaler netter Gastgeber. Ist ja klar, macht ihr ja bestimmt auch nicht anders. Meine Hand backt dadurch das Dings durch. Oh, neue Seile sind da auch. Krass. Wo baue ich am besten das Ding jetzt denn? Ich weiß es gar nicht. Einfach mal hier. Ganz stupide. Hoffentlich passt das. Moment. Hallo Exe, ich hab dich voll gesehen. Ach. Zack. Biete dem also was zu trinken an. Und erstmal so, ja, ich hätte gern... Tasse Wasser. Oder ein Glas Wasser. Ich so, ach, sag bloß. Und gut, habe ich mir eben mal fix ein Glas genommen. Hab dann Wasser reingefüllt und ihm angeboten. Und schon meinte er, nee, das kann ich nicht trinken. Und ich nur, was, wieso, wo ist dein Problem, Junge? Das ist ganz normales Wasser aus der Leitung. Ja, nee, ich bin allergisch gegen Wasser. Ich so, was zum Teufel, wieso willst du ein Wasser von mir haben, du Idiot?
Ach, das war echt ein, der war nie zufrieden, egal was man ihm angeboten hat. Er sagt erst ja und dann nie. So ein dummer Arsch, ernsthaft. Ich habe noch nie vorher so einen mürrischen Seestern gesehen. Und auch seitdem nie wieder. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Also das war wirklich ein echt unangenehmer kleiner Geselle. Ich sag's euch. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Dann irgendwann dachte ich mir, jetzt ist genug. Jetzt habe ich den hier genug bewirtet und meine freundliche Gastfreundschaft angeboten. Wenn er mir jetzt keinen, mich weiter belästigt, haue ich aus der Wohnung raus. So. Und dann kam gleich die nächste Anfrage von ihm. Und ich habe nur gesagt, Alter, jetzt reicht's mir, ich bringe dich ins Wasser zurück. Also, kurzum, das Ding wieder genommen, in meine Westentasche gesteckt, die ich dann schon gekauft hatte inzwischen. Und, oh, was? Was tut denn hier? Das tut mir jetzt leid, denn... Das war ein Kollateralschaden, lieber Varan. Was kletterst du auch an Bäumen rum? Gibt's doch nicht. Naja, also den Seestern genommen, in die Westentasche, wie gesagt. Und der klettert wieder rauf. Das war sein Todesurteil. Meins. Und noch, sag mal, was ist denn hier los? Habt ihr ein Festival? Und dann ans Meer gefahren. Das Ding einfach mal reingeworfen. Und dann war ich mein Problem endlich los. Nachdem wir echt... Lass mich lügen, so circa 3 Monate echt zusammen gewohnt haben. Aber das war nicht mehr feierlich, ganz im Ernst. Das ging nicht mehr gut. Wo er ja einfach so extrem sympathisch und nett wirkte, das war ein richtiger kleiner Schmarotzer, ich sag's euch. Der hat nichts gemacht, er ging nie arbeiten. Er hat nie aufgeräumt, nie geputzt, aber immer nur genommen, genommen, genommen. Und ich will euch mal sehen in so einer Situation, wenn ihr so einen Seestern beherbergt. Das, Ihr denkt euch vielleicht, dass so ein niedlicher Seestern von 50 cm Größe ist ja nicht weiter schlimm. Oh oh. Ach nee. Auch noch so ein... Ich kann dir den Rock gucken, mein Freund. Auch wenn du keinen anhast. Ken. Hey, Kenny. Ihr weiß, denkt euch bestimmt, ja, so ein armer kleiner lieber Seestern. Aber nein, es war ein richtiger Arsch. Richtiger Assi. Wo ist zum... Ist er da jetzt drauf gesprungen? Nein, da drüben ist er. Na komm. Einen schaffe ich doch wohl noch. Meine Ausdauer. Fällt auch nicht. Bleib stehen. Ja, hau doch wieder ab. Nein, jetzt habe ich zweimal getroffen, verdammt. Oh, das war aber knapp. Zieh dir was an, Junge. Zack. Ah, geht doch. Auch nicht gleich so. Na, jedenfalls so ein Seestern, der ist zwar niedlich und knuffig und so weiter, aber ich kann euch sagen, das sind echt bösartige Kreaturen. Nehmt nie einen mit, wenn ihr bei einer großen Seesternwanderung einen sehen solltet. Das ist eine ganz, 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 ganz dumme Idee. Das Schlimmste war ja, nachdem er schon ein paar Wochen wieder in seinem scheiß Meer war, kam dann irgendwann ein Anruf. Also das Telefon klingelte. Und dann, natürlich, wer war dran? Ja, hallo, hier ist der Seestern. Übrigens ist er Winifred, nur für Information. Also Winifred dann am Telefon... Und sagt so, no, hast du aber Bock, was zu machen? Ich hab da wieder mal so einen Gig am Start. Kannst du vorbeikommen? Gehen wir zusammen auf ein Konzert, wie am letzten Mal. Ah, ey. Freundlich, wie ich bin, kann ich ja nicht sagen, nee, ist nicht. Alter, sieht vielleicht nachgewachsen, ist ja auch nicht schlecht. Also sag ich ihm, ja, gut, weißt du, wenn du dich nicht so anstellst wie am letzten Mal. Ach, geil, das ist ja ein Endlosbusch hier. Hier ist echt ein tolles Heim. Moment, warte. Wachs nach, warte. Naja, also habe ich halt zugesagt, dummer, naiverweise. Und dann sind wir natürlich auf ein Festival gefahren wieder. Wie damals zu alten Zeiten, vor 1-2 Tagen zuvor. Und das ist aber eine andere Geschichte, die werde ich in der nächsten Aufnahme erzählen. Oder wahrscheinlich eher gar nicht. Aber ich sage euch, das war Stress pur. Und jetzt ist das der Endlosfort ja auch erschöpft. Na gut. Okay, dann gehe ich mal zurück zu unserem ersten Heim. Und dann werden wir eine Runde ratzen. Speichern und die Folge beenden. Wie das immer so ist. Und ich habe jetzt schon das dumme Gefühl, dass ich von fiesen, kleinen, grimmigen Seesternen träumen werde. Und übrigens, das Konzert, wo wir hinfahren wollen, das ist morgen. Also, na super. Ich habe gar keinen Bock, ins Bett zu gehen. Denn ich weiß genau, wenn ich aufwache, dann klopft der Winifred an der Tür. So, der hat immer so einen Affenzahn drauf, ne? Mit seinen 30 Meter Pranken, auch kein Wunder. Haut aber was... Ich denke immer, der haut die Tür fast ein. Dann klopft er erstmal mich voll aus dem Schlaf raus. Und dann sagt er, Alter, Sephiroth, wach auf, wir müssen los. Ja, wird super geil werden, das sage ich euch. Ich habe so keinen Bock drauf. Aber bin ja selber schuld. Ich könnte ja auch einfach mal Nein sagen beim nächsten Mal.
Und bis dahin hau ich alle Seesterne, die ich so sehe. Das gibt's doch nicht. Ich hasse Seesterne. Echt, das sind die krummlichsten Viecher auf der ganzen beschissenen Welt. So. Jetzt habe ich mich aber genug ausgelassen über Winifred. Ich meine, ich muss zugeben, im Prinzip ist er ein ganz netter Typ, aber penetrant und eben sehr schmarotzerisch. Okay. Das soll's für die Folge gewesen sein. Kleiner Ausflug in mein Privatleben. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.